Hallo, wir sind Vivi und Flo von phototravelers.de und wie ihr hinter uns schon vielleicht erahnen könnt, wir sind in Köln und stellen euch die Stadt vor. Wir nehmen euch mit. Wir sind unter anderem auch mit Rädern unterwegs, also ihr werdet viel zu Gesicht bekommen. Hinter uns ist schon High Life hier am Rhein. Eine traumhaft schöne Stadt, können wir euch jetzt schon sagen, wer es noch nicht kennt. Und viel Spaß jetzt mit unserem Video und lasst bitte einen Daumen hoch da und ein Abo, wenn es euch gefällt. Danke! Wir fahren über die Severinsbrücke nach Köln hinein. Wir sehen sofort die markanten Gebäude des Rheinauhafens. Den erkunden wir auch gleich zu Beginn, weil unsere Unterkunft hier in der Nähe ist. Wir schnappen uns Fahrräder und können so viel in kurzer Zeit entdecken. Der Rheinauhafen liegt auf einer Halbinsel und die kantigen Kranhäuser wurden umgebaut. Heute sind dort Luxuswohnungen und Büros drin. Die sanierten alten Backsteingebäude bieten einen tollen Kontrast dazu. Wir sind hier übrigens in Köln jetzt mit Fahrrädern unterwegs. Die haben wir jetzt ausgeliehen von DB. Keine Werbung. Man lädt sich einfach die App runter. Es kostet dann 9 Euro am Tag. Für uns perfekt, weil wir natürlich viel Strecke machen heute. Und dafür super geeignet mit dem Fahrrad jetzt durch Köln. Dann können wir euch davon auch schon berichten. Wir schauen uns noch ein wenig im Rheinauhafen um und gehen auch auf die Severinsbrücke hinauf, um einen noch besseren Blick auf die spannenden Kranhäuser zu bekommen. Das sieht schon sehr modern aus. Eine Fahrt mit dem Schiff auf dem Rhein empfehlen wir euch übrigens auch, denn dabei lernt ihr viel über die Stadtgeschichte. Von jeder Brücke aus sieht man ihn übrigens schon, den Kölner Dom. Er ist die Top-Sehenswürdigkeit in Köln. Und dieses mächtige Bauwerk schauen wir uns gemeinsam mit euch an. Wir stehen jetzt hier vom Kölner Dom und das ist eine der größten gotischen Kathedralen. Unfassbar, muss man gesehen haben. Sehr imposant und wir zeigen euch jetzt ein paar Eindrücke, denn es ist atemberaubend, davor zu stehen und auch drinnen zu sein. Der Bau dieser bekannten Sehenswürdigkeit begann bereits 1248. Fertiggestellt wurde das Bauwerk aber erst 1880. 300 Jahre Pause bei einem Bau war im Spätmittelalter nicht untypisch für so große Projekte. Die Pause wird gerne mit einer Legende erklärt, weil der Dombauer angeblich eine Wette mit dem Teufel verloren hatte und von ihm geholt wurde, traute sich lange Zeit kein anderer Baumeister, die Arbeit zu übernehmen. Die wichtigen Highlights in der Kathedrale sind neben spannenden Gräbern etwa der goldene Drei-Königen-Schrein. Er enthält angeblich die Gebeine der heiligen drei Könige. Unter dem Dom befindet sich die Domschatzkammer im Gewölbekeller. Obwohl ein Großteil Kölns im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, blieb der Dom unversehrt. Der Eintritt in den Dom ist übrigens kostenlos. Jetzt wird es spannend. Wir steigen natürlich auf den Südturm hinauf. Dafür muss man einen Zeitslot online buchen. Es ist zwar anstrengend, hinaufzulaufen, aber es lohnt sich. Auf einem Zwischenplateau können wir die Kirchenglocken bestaunen. Die größte und bekannteste Glocke ist die Petersglocke. Sie ist immer zuerst zu hören. Im Volksmund wird sie Decker Peter genannt. Wir machen währenddessen weiter Höhenmeter, bis wir endlich den Ausblick erreichen. Wow, welch ein Blick auf Köln. Wir sind sprachlos. Wir lieben es, auf Kirchtürme zu steigen, weil man von dort aus den perfekten Überblick bekommt und direkt alle wichtigen Sehenswürdigkeiten sieht. Wir sind jetzt hier auf den Südturm des Kölner Doms gestiegen. 533 Stufen und steht auch unten groß, kein Witz, kein Aufzug. Also es sind 100 Höhenmeter jeweils rauf und runter. Und ja, es ist schon ein bisschen schweißtreibend, aber es lohnt sich, weil man hat einen wirklich tollen Rundumblick über die Stadt. Und die eine Spitze ist ein Ticken höher als die andere. Ist auch spannend. Gut, dass du es sagst. Ist ja wichtig zu wissen. Genauer ist der Südturm 4 cm höher als der Nordturm. Ich glaube, wir haben sowieso mega Glück, denn der Dom ist kaum eingerüstet. Es ist kaum irgendwas am Dom zu sehen. Sieht richtig toll aus. Vor uns blicken wir auf die Hohenzollernbrücke und den markanten Platz der Kölner Philharmonie. Dort drunter befindet sich die Philharmonie. Es ist wirklich ein Erlebnis, auf dem Südturm des Kölner Doms zu stehen. Das solltet ihr unbedingt machen, wenn ihr in Köln seid.
Seit 1996 gehört der Kölner Dom außerdem zum UNESCO-Weltkulturerbe. Den besten Blick auf die Kölner Altstadt und den Dom hat man unserer Meinung nach von der anderen Rheinseite aus. Genauer vom Rheinboulevard Deutz mit seinen Treppen. Im Sommer sitzen hier die Kölner und Urlauber und genießen den berühmten Blick auf den Dom. Zudem könnt ihr große Schiffe beobachten, die hier langfahren. Das Rheinufer wurde hier richtig schön angelegt mit weißen Stufen. Hier kann man es sich wirklich gemütlich machen. Man sieht auch die bunten Häuser der Altstadt. Zum Dom gelangt man klassisch über die bekannteste Brücke in Köln, die Hohenzollernbrücke. Neben den imposanten Statuen an der Brücke ist diese Sehenswürdigkeit bekannt wegen der unzähligen Liebesschlösser, die die Kölner und Touristen an ihr angebracht haben. Zudem ist die Hohenzollernbrücke die meistbefahrene Eisenbahnbrücke Deutschlands. Hier seht ihr nochmal schön die Rheinpromenade. 500.000 Schlösser sollen mittlerweile an der Brücke hängen. Natürlich schauen wir uns die Liebesschlösser genauer an. Ob die Verliebten wohl immer noch zusammen sind? Man weiß es nicht. Auch die Formen und Farben der Schlösser sind komplett unterschiedlich. Mittlerweile sieht das Ganze einem Kunstwerk ähnlich, das die Brücke zu etwas Besonderem macht. Wir schauen jetzt hier gerade auf das Museum Ludwig, aber noch interessanter ist dieser Platz hier. Da darf jetzt gerade keiner drüber gehen. Es stehen hier an jeder Ecke auch so Wächter, die darauf aufpassen. Hier hinter uns zur Orientierung ist der Kölner Dom. Denn hier drunter befindet sich die Kölner Philharmonie. Das heißt, jetzt gerade wird kein Konzert aufgeführt, aber es sind Proben. Und offenbar wurde es so konzipiert, dass wenn da jetzt Menschen drüber laufen würden, dann würde man es unten hören und es würde stören. Deswegen ist dieser Platz, auch sehr fotogen, cool übrigens, frei und jetzt darf gerade keiner drauf. Zur Orientierung, vom Dom aus sieht der Platz so aus. Ansonsten ist rings um den Dom einiges geboten, etwa das Musicalhaus, aber auch der Bahnhof. Hinter dem Dom befindet sich das römisch-germanische Museum. Auch der Heinzelmännchenbrunnen ist sehenswert. Das Motiv hier, Heinzelmännchen überall. Nicht weit vom Dom entfernt befindet sich die Hohe Straße. Sie ist die bekannte Einkaufsstraße in Köln. Wir machen hier einen kurzen Stopp in einem süßen Café. Danach gehen wir noch in die Schildergasse, ebenfalls eine bekannte Einkaufsstraße. Eine weitere Kirche, die vom Rhein aus markant das Stadtbild prägt, ist Groß St. Martin mit den vier Türmen. Die nächste wichtige Attraktion ist der Fischmarkt mit den wunderschönen bunten Häusern. Dort steht auch der Brunnen mit den Fischweibern. Auf dem Weg zu einem weiteren wichtigen Platz in Köln kommen wir am Denkmal Tönnes und Schell vorbei. In der Altstadt sind auch überall Schandmasken aus Stein. Des Weiteren findet ihr in der Stadt viele Hochwassermarkierungen. Der Alte Markt ist vermutlich der älteste Platz in Köln. Hier steht auch das historische Rathaus. Wir stehen jetzt vor dem historischen Rathaus in Köln. Es ist übrigens das älteste Rathaus in Deutschland. Und auch sehr spannend, am Turm befinden sich 124 Figuren. Der Ratsturm ist im Stil der Spätgotik gehalten. Unterhalb der Uhr befindet sich zudem der sogenannte Platzjabek, ein aus dem Mittelalter stammender Holzfigurenkopf, der zu jeder vollen und halben Stunde seinen Mund öffnet und die Zunge herausstreckt. Wir laufen direkt weiter zum Heumarkt. Dort ist die Dichte der Restaurants und Kneipen ebenfalls hoch. Hier reiht sich ein tolles, zum Teil auch traditionsreiches Gasthaus an das nächste. Zum Beispiel die Brauerei zum Pfaffen oder das Brauhaus Sünner im Walfisch. Am Rhein gelegen befindet sich auch das Schokoladenmuseum von Lindt. Hier erfahrt ihr alles rund um das Thema Kakao und Schokolade. In der Schokoladenfabrik lernt ihr unter anderem auch, wie viel Zucker eigentlich in welcher Schokolade drin steckt. Dann sehen wir direkt zu, wie die Schokolade gemacht wird. Hier werden kleine Schokotäfelchen produziert, die man probieren kann. Auch der riesige Schokobrunnen ist ein Highlight im Museum und immer gut besucht. Hier dürft ihr Schokolade mit einer Waffel probieren.
von Schokobrunnen über Produktion ist hier alles zu sehen. Hier hinter uns fallen gerade die kleinen Täfelchen hier raus. Ist schon spannend hier im Schokoladenmuseum, muss man sich anschauen. Die kleinen Täfelchen und die Schokoladenproduktion sind auf jeden Fall ein tolles Erlebnis für Groß und Klein. In einer Extraabteilung werden Kundenwünsche umgesetzt. Also ihr bestellt, welche Schokolade mit welchen Streuseln oder Extras ihr haben wollt. Und die werden von den Mitarbeitern zubereitet. Wir fanden auch die Zeitreise durch die Geschichte des Kakaos und alte Schokoladenautomaten super spannend. Also hier kann man wirklich viel sehen und entdecken, auch gerade für Kids ein Highlight und was auch ja, für alle Schleckermäuler da draußen toll ist. Es gibt immer so kleine Probiertäfelchen, also man wird hier auch kulinarisch verwöhnt. Wir mussten einen weiteren Zeitslot reservieren für dieses Gebäude hier. Im Köln Triangle gelangt man auf eine Aussichtsplattform mit bestem Blick auf den Rhein, den Dom und die historische Altstadt von Köln. Ihr habt von hier oben eine 360-Grad-Aussicht auf Köln. Prost, Leute! Prost, Dom! Lecker! Aus Bayern ist man immer ein bisschen verwirrt, weil so kleine Biere, ne? Das ist jetzt zwar 04, aber als Bayer ist man da entsetzt. Wir haben von der Aussichtsplattform diesen Strand am Rheinufer mit Biergarten gesehen und sind direkt hierher gekommen. Am Abend haben wir uns noch in eine Kölner Traditionsgaststätte begeben, ins Lommerzheim. Wir sitzen noch nicht mal richtig, schon haben wir das erste Kölsch vor uns stehen. Das geht ja schon gut los. Direkt hinter uns wird im Akkord gezapft. Wir sind erst einmal mit Zuschauen beschäftigt. Hier wird keine Zeit verschenkt, sondern zack, zack, das Bier ausgegeben. Also es ist ja total spannend hier. Du setzt dich hier hin und sofort kommt der Kellner und stellt das Kölsch auf den Tisch. Und so wie wir es gesehen haben, wenn es fast leer ist, kommt das nächste Kölsch, also ohne nachzuordern. Und auf unserem Nachbartisch ist eine Strichliste, da sind schon 40 Striche. Also 40 Kölsch. Urig, anders kann man dieses Gasthaus nicht beschreiben. Und wenn ihr hier unterwegs seid in Köln, ganz wichtig, wenn ihr euer Bier ohne Deckel habt, dann wird es Nachschlag, sobald ihr nicht mehr viel drin ist. Das heißt, wenn ihr keinen Nachschlag mehr haben wollt, dann macht ihr das. Ansonsten kommt das nächste Bier, sobald ihr nicht mehr viel drin ist. Das ist halbe Hahn, Käse mit Brötchen. Flo, du freust dich über deine Gewürzgurke. Eine riesige Gewürzgurke, auf jeden Fall. Wir sind live beim Fassanstich dabei. Der erfolgt sehr effizient und schnell, ohne großes Brimborium. Sofort wird weitergezapft, die Gäste sind schließlich durstig. Den Sonnenuntergang verbringen wir wieder an der Rheinpromenade Köln-Deutz. Wir haben Glück und die Wolken werden rosa. Ein perfekter Abschluss für den ersten Tag in Köln. Am Ende wird noch der Kölner Dom etwas beleuchtet. Wir lassen den Abend jetzt ausklingen. Wir übernachten übrigens im Wasserturm Hotel Cologne. Wie der Name schon sagt, sind wir in einem ehemaligen Wasserturm. Wir geben euch jetzt eine kleine Roomtour. Das Hotelzimmer war super ausgestattet, sehr modern und hat uns sehr gut gefallen. Und was darf nicht fehlen bei dem tollen City Hotel? Natürlich als Spa-Bereich und da nehmen wir euch jetzt auch mit. Hier fast 100 Grad. Boah, perfekt.
Perfekt. So, für heute haben wir uns die Köln-Card geholt. Gestern sind wir ja den ganzen Tag mit dem Fahrrad gefahren. Es war super sportlich, es war richtig toll, um viel zu schaffen. Aber meine App hat leider ein paar Problemchen gemacht. Deswegen haben wir gestern dann zu viel Geld ausgegeben. Man könnte auch sagen, es war nicht so optimal. Und deswegen, die Köln-Card kostet genauso viel wie das Fahrrad am Tag, auch 9 Euro. Und es ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen sicherer und wir können für euch gleich zwei Sachen testen. Übrigens hier, ich weiß nicht, ob man es sieht, laufen wir an Überresten der römischen Mauer hier in Köln noch vorbei. Und die gibt es übrigens überall in der Stadt, gibt es immer wieder so römische Reste und Überreste. Sehr spannend, am besten im Museum vorbeischauen und euch mal so die ganze Geschichte reinziehen, denn es ist ziemlich spannend, was man hier alles in Köln an Geschichte noch nachlernen kann. Unser erster Stopp bringt uns ins Viertel Köln-Ehrenfeld. Hier schauen wir uns die Zentralmoschee an. Die Moschee ist die größte in Deutschland und eine der größten in Europa. Das Gebäude soll eine sich entfaltende Knospe darstellen. Wir sind jetzt im Stadtteil Ehrenfeld und hier gibt es nicht nur die größte Moschee in Deutschland, sehr imposant übrigens, sondern auch das ehemalige Stammhaus von 4711. Wer kennt es nicht? Echt kölnisch Wasser. Das schauen wir uns mal an. Echt kölnisch Wasser. Die Fassade erstrahlt in dem markanten Türkis. Heute sind hier Wohnungen in dem ehemaligen Stammhaus untergebracht. Auch Restaurants sind ansässig. Ansonsten ist Köln-Ehrenfeld Multikulti. Und hier gibt es natürlich viele türkische Restaurants und Imbisse. Eines davon, oder das bekannteste wahrscheinlich, ist das Kebabland. Wir haben da jetzt mal geschaut, es hat bei Google knapp 7000 Bewertungen und ist ja bekannt für die vielen leckeren Fleischspieße. Ich meine, wir sind da raus. Aber wer da Lust hat auf Adana, Döner, Kebab, sowas, der sollte da mal vorbeischauen im Kebabland. Das Stadtviertel ist auch bekannt für seine Graffiti-Kunst. Die findet ihr etwa in der gleichnamigen S-Bahn-Haltestelle. Wir waren sehr begeistert, mit wie viel Liebe zum Detail die Graffiti und Kunstwerke gestaltet waren. Wir sind hier zweimal frühstücken gegangen, daher können wir euch noch einen Tipp in Ehrenfeld geben. Schaut in das Goldmund Literaturcafé hinein. Auch die S-Bahnhöfe in Köln-Ehrenfeld sind bunt gestaltet. Unser nächster Halt ist das Agnesviertel. Wir starten am Ebertplatz. Zunächst schauen wir uns die Eigelstein-Torburg an. Das mittelalterliche Stadttor ist eines der vier übrig gebliebenen Stadttore von ehemals 12 Toren im Mittelalter. Auf der anderen Seite sind sogar noch Figuren an der mächtigen Fassade. Wir spazieren durch das Agnesviertel. Uns fallen sofort die wunderschönen Häuserfassaden auf. Man merkt gleich, dass man sich in einer gehobeneren Wohngegend befindet. Es ist sehr sauber, tolle Häuser und viele Familien. Direkt an der Agneskirche findet ein Ökomarkt statt. Die große Kirche ist von 1902 und im neugotischen Stil erbaut. Wir laufen hier jetzt gerade durchs Agnesviertel. Es gibt ja einige Viertel hier in Köln. Und hier kann man sehen, richtig schöne Vorgärtchen, schöne Häuschen. Es ist relativ ruhig. Vorne in der Kirche gab es einen Markt. Sehr idyllisch. Wir laufen weiter und gelangen zum Fort X.
Die Festungsanlage liegt im Neusser Wall. Auch sie ist ein Überbleibsel von früheren Festungen im Mittelalter. Wir streifen durch die Anlage und sind total fasziniert. Es fühlt sich an, als würden wir in eine andere Welt eintauchen. Es ist total ruhig, Vögel zwitschern und die alten Mauern von 1825 strahlen eine Ruhe aus. Wir gelangen hinter der Festung zum Rosengarten. Hier wachsen unzählige Rosenarten. Durch den angrenzenden Park wandern wir weiter. Wir kommen am Weinmuseum in Köln vorbei. Auf dem Dach des Museums befinden sich Weinreben. Wir schauen natürlich auch hinein. Hier findet ihr altes Zubehör zur Weinernte und Produktion. Könnt aber auch klassisch Wein kaufen. Unser nächster Stopp ist der Skulpturenpark, der auf dem Weg liegt. Ihr könnt unsere Route auch einfach nachlaufen. Unser Ziel und eine der Top-Sehenswürdigkeiten ist die Rheinseilbahn. Ihr habt richtig gehört. Es gibt in Köln eine Seilbahn, die über den Rhein fährt. Die dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Mit den bunten, niedlichen Gondeln geht es hoch in die Luft. Wir steigen ein und los geht die Fahrt. Wir sind schon ganz gespannt, was uns erwartet. Zunächst schauen wir auf die Zoobrücke mit Autos unter uns und auf das andere Rheinufer. Plötzlich haben wir einen grandiosen Blick auf den Kölner Dom. Vor uns liegen die Sandbänke am Rheinufer. Wir fahren jetzt mit der Rheinseilbahn, die wurde 1957 errichtet, damals zur Bundesgartenschau. Ja, und seitdem fährt die hier auf circa 1 Kilometer über den Rhein und ist eine der Top-Attraktionen, wenn man hier in der Stadt ist. Muss man einfach gemacht haben, aber auf jeden Fall etwas Zeit mitbringen, weil ja, es dauert mitunter, bis die Gondeln losfahren und hier ist nicht so viel Platz drin. Das heißt, wenn es am Wochenende voll wird, dann kann man da schon ein bisschen warten. Unter uns taucht jetzt der Rheinpark auf. Und auf den Dom schauen wir die komplette Fahrt. Wir schweben mit der Gondel über die Claudius-Therme. Wir sehen sogar die Thermalbecken von oben. So sieht es aus, wenn die Gondeln der Rheinseilbahn dann auf der anderen Seite im Rheinpark ankommen. Der Rheinpark ist perfekt für Familien mit Kindern. Hier gibt es viele Spielmöglichkeiten. Zudem fährt die Kleinbahn. Sie wurde zur ersten Kölner Bundesgartenschau gebaut und fährt seit 1957. 2 Kilometer ist die Strecke einmal rund um den Park. Es lohnt sich, durch den schön angelegten Rheinpark zu laufen. Hier seht ihr nochmal die Gondeln der Rheinseilbahn. Nach unserem Spaziergang im Park geht es in der Gondel über die Therme wieder zurück mit Domblick zur anderen Seite des Ufers. Fazit, man muss mal damit gefahren sein mit der Bahn, weil wirklich, der Ausblick ist toll. Man schaut auf den Rheinpark von oben, da kann man drüben noch aussteigen, in den Rheinpark reinlaufen, der ist auch sehr schön. Dann fährt man zurück mit Blick aufs Riesenrad. Schöne kleine Möglichkeit, sich hier mal kurz auszuruhen und zu genießen. Auf dem Rückweg sehen wir das Riesenrad. Das Kölner Riesenrad steht direkt am Eingang zum Zoo. Dort habt ihr die Möglichkeit, zu den Zebras über eine Glasscheibe hineinzuschauen. Auch ein Selfie mit Zebra wäre möglich. Ebenfalls hier am Zoo fährt diese Bimmelbahn. Wir laufen aber weiter. Hinter dem Zoo liegt der Botanische Garten Kölns. Genauer heißt das Areal Flora und Botanischer Garten. Die Flora ist das palastartige Gebäude, das ihr hier seht. Es wurde 1864 eröffnet. Ursprünglich sollte es das Palmenhaus mit Glasdach darstellen. Heute ist es ein Veranstaltungsort. Ein Spaziergang lohnt sich. Als Pause können wir den Biergarten an der Flora empfehlen. So Leute, das ist jetzt super spannend. Hier in dem Biergarten, sage ich mal, gibt es wirklich total viel Auswahl und alles im Glas. Also es ist alles vorbereitet. Und wenn du jetzt noch was zu trinken oder was zu essen willst, dann ja, ist hier alles an dem kleinen Kiosk im Glas, frisch zubereitet und ich denke auch mega lecker.
Danach schauen wir uns noch die Tropen- und Gewächshäuser im Botanischen Garten an. Als nächstes geht es für uns ins belgische Viertel, das dritte Stadtviertel, das wir euch empfehlen können. Neben Graffiti und schönen Häuserfassaden entdeckten wir bunte Hauswände, süße Restaurants und kunstvoll gestaltete Fassaden. Am Brüsseler Platz steht St. Michael, eine imposante große Kirche. Direkt an der Kirche kommt unser nächster Tipp für euch, das Café Miss Pepki. Nicht nur ist die Inneneinrichtung ein absoluter Traum und zuckersüß, dort haben wir auch einen richtig leckeren Kuchen gegessen. Am Anfang des belgischen Viertels steht das Hahnentor. Es ist ein weiteres der mittelalterlichen Stadttore, die noch erhalten sind. Jetzt sind wir in der urkölschen Ecke gelandet, in der Südstadt. Hier hört ihr schon den Kölner Dialekt. Hier gibt es zufällig auch gerade einen Markt und hinter uns ist noch eines der Stadttore. Auch wieder viel zu entdecken und da schauen wir uns jetzt um. Am Markt in der Südstadt ist einiges los. Es wird viel verkauft. Mächtig erhebt sich die Severinstorburg. Dieses Stadttor ist älter als der Kölner Dom und diente schon früher der Repräsentation der Stadt. Urig und sympathisch. Das können wir gleich über das Flair sagen, hier im letzten Stadtviertel, das wir anschauen. Das Haus Balchem beherbergt die Bibliothek der Südstadt. Wir sehen den Stollwerk Mädchenbrunnen. Der befindet sich direkt bei der Basilika St. Severin. Was die Südstadt ausmacht, sind ihre urigen Gaststätten. Wir gehen ins Früh-Em-Wedel. Urig ist alles in diesem Gasthaus. Wir kommen passend zum Fassanstich. Und schon fließt das Kölsch. Direkt am Sitz sind sogar Bierhalter fürs Glas. Wenn ihr in der Südstadt seid, dann müsst ihr unbedingt zum Eier- und Käsekönig. Der Laden ist eine Institution. Am Abend machen wir uns nochmal auf in die Altstadt von Köln. Wir schauen noch kurz ins Hard Rock Café. Dort spielt eine Liveband. Für detailverliebte Fototrafen haben wir noch einen Fototipp. Alt St. Alban. Die Kirchenruine lädt förmlich zu tollen Detailshots ein. Am Heumarkt kehren wir in das Gasthaus der Brauerei Pfaffen ein. Das Innere ist urig, Buntglasfenster erzählen eine Geschichte. Die Wände sind toll verziert und die Details laden zum Anschauen ein. Leute, und ich freue mich schon den ganzen Tag auf diese Currywurst, natürlich Veggie Currywurst. Und boah, ich bin mir sicher, es wird ein Genuss. Und cool, dass es das in diesem Restaurant gibt. Ja, wirklich, genau. Nach dem Essen streifen wir noch ein wenig durch die Altstadt. Zum Sonnenuntergang gehen wir auf die Dachterrasse in unserem Wasserturmhotel. Der Ausblick von hier auf die Stadt ist ebenfalls schön und es gibt tolle Cocktails. Am Ende unseres Beitrags haben wir noch ein besonderes Highlight für euch, den Melaten-Friedhof. Er gilt nach wie vor als Geheimtipp, weil ihr dafür ein wenig aus der Stadt hinausfahren müsst. Hier ruhen prominente Kölner. Besonders spannend war das Denkmal von Sophia Sori. Sie liegt hier seit 1996 und trägt den Namen Roma-Königin. Auf dem Friedhof liegen viele bekannte Menschen wie der Gründer des Hennischen Theaters, aber auch Willi Ostermann, Komponist und Texter von Heimat- und Karnevalsliedern. Wir haben uns noch das Grab von Dirk Bach angeschaut. Es ist sehr rosa und bunt gestaltet. Weitere Infos zu Köln und eine Übersicht mit Karte findet ihr auf www.phototravelers.de.